Frau Kerke, können Sie da Herrn Schmidt Hoffnung machen? Ich glaube schon. Ich glaube, dass das ja genau die Punkte auch sind, die natürlich als erstes auf der Tagesordnung stehen, wenn es um eine Deregulierung geht. Das ist vollkommen klar. Aber er hat ja gerade auch noch mal darauf hingewiesen, dass es in der Tat eben die weitaus wichtigeren Punkte auch gibt, die dann auch im Zuge der Konvergenz der Medien zu diskutieren sind. Und das ist ja, wie gesagt, das sind nicht die trivialen Fragen. Das ist eben das, was er gerade auch gesagt hat, die Frage der Auffindbarkeit und viele anderer Fragen, die wir im Grunde jetzt auch ein Stück weit neu definieren müssen. Und da müssen wir natürlich auch, denke ich, immer schauen, was ist sozusagen die Theorie und die Praxis? Wo sind eventuell auch Scheindebatten unterwegs? Ich finde es wichtig, mit der Auffindbarkeit diese Debatte auch zu führen, weil wir anhand dessen, denke ich, auch nochmal bestimmte Grundpositionen definieren können, was eine europäische oder dann auch eine nationale Medienordnung angeht. Auf der anderen Seite, denke ich, ist es bei Reichweiten, bei so reichweitenstarken Programmen wie RTL und ProSieben, Sat.1 wahrscheinlich undenkbar, dass irgendjemand die ganz hinten platzieren würde, weil das sich überhaupt nicht vom Zuschauer, vom Nutzer akzeptiert wird. Aber davon unabhängig, denke ich, müssen wir trotzdem diese Debatte auch nochmal führen und gucken, wie kann der Ansatz sein. Und das ist, das hat Frau Boalonzo ja auch schon gesagt, das ist nicht einfach. Also vielleicht darf ich genau dazu kurz ergänzen. Also wir müssen bei diesem Zugang- und Auffindbarkeitsthema ja auch da wieder zwei Themenkomplexe auseinanderhalten. Es geht einmal um das Zugangsthema. Das sind, glaube ich, eher allgemeine Themen, die eine Vielzahl von Veranstaltern übrigens nicht nur im Rundfunk beschäftigen. Da tauchen auch Fragen wie vertikale Integration, diskriminierungsfreier Zugang. Das geht ja dann hin bis zur Frage Netzneutralität, Frequenzen und so weiter. Und dann haben wir den zweiten Teil, das ist das Thema Auffindbarkeit. Und das ist ja sozusagen ein Bestandteil der Logik, dass ich mir überlege, gibt es bestimmte Inhalte, deren Auffindbarkeit ich befördern muss. Das wäre im Zweifelsfall nicht RTL, Television oder Sat.1, selbst wenn Herr Grimberg die durcheinander bringt, hält der Rest der Republik die ja sauber auseinander, sondern es träfe dann eher, das ist eher eine Frage, die zum Beispiel für Nachrichtenangebote, für regionale Angebote oder Ähnliches gilt. Also das muss man dann auf den Fall betrachten. Was mir wichtig ist, und deswegen kann ich seitens des VPRTs nur sagen, wir freuen uns außerordentlich darüber, dass der Koalitionsvertrag diese Bund-Länder-Kommission vorsieht. Wir hoffen, dass sie möglichst bald und möglichst satisfaktionsfähig beschickt wird. Denn ich glaube, wie Sie vorhin auch richtig sagten, Frau Kräge, wir sollten die Zeit, in der die Kommission sich sozusagen jetzt neu firmiert, nutzen, um von hier aus, also jedenfalls für die Bundesrepublik, eine möglichst stimmige Position zu haben. Und zu stimmig gehört, dass wir untereinander besprochen haben müssen, was wir brauchen. Und wir müssen der Kommission erläutern, warum es wichtig ist. Ich kann schon verstehen, dass die Kommission bekommt eine Schwemme von unterschiedlichen Stellungnahmen. Und ich glaube, dass am Ende werden die Positionen am besten durchsetzbar sein, die sozusagen valide sind. Und das dauert ein bisschen, vor allen Dingen bei unserer wundervollen Struktur, die wir in der Bundesrepublik zu solchen Fragen haben. Alleine der Bund bringt ja inzwischen eine Vielzahl von Ministerien auf die Waage, mit denen man dazu sprechen müsste. Also insofern fände ich, wäre es ein wesentlicher Schritt, wenn man die Punkte, wo wir uns, glaube ich, einig sind, also geistiges Eigentum, Zugang, Infrastrukturfragen und so weiter, wenn wir die möglichst schnell auf Bundesebene oder zwischen Bund und Ländern so aggregiert bekommen, dass man dann erstens guckt, was kann man selber erledigen. Ich glaube, ein paar Sachen kann man sehr wohl noch entweder auf Landes- oder auf Bundesebene erledigen. Und bei welchen Punkten haben wir eine klare Position gegenüber Europa? Und da bin ich spätestens seit Koalitionsvertrag ja auch dank des Einsatzes der dort Tätigen ganz zuversichtlich, dass das klappen kann. Und ich glaube, dass das ein guter Schritt ist.